Heute ist der Tag der Tage. Wir starten auf das nächste große Abenteuer. 360 Kilometer, 2800 Höhenmeter und das unter 24 Stunden. Vor 2 Jahren hätte ich mir das nicht denken können, dass wir einmal von der Haustür zum Gardasee fahren und das in nur einem Tag. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Komplett dunkel und komplett fertig. Und mit dabei bei diesem Abenteuer ist Basti. Servus. Grüß dich. Bereit? Aufgeregt, nervös, langsam kommt's. Es ist in Summe die längste Radtour unseres Lebens und da darf man auch mal aufgeregt sein. Was denkst du denn, schaffen wir das ganze Ding in unter 24 Stunden? Ja, zuversichtlich. Echt? Ja, auf jeden Fall. Boah, ob wir das hier durchziehen können. Ich bin da noch eher der, ich sehe da 2, 3 Endgegner in diesem Video. Wir starten das Abenteuer direkt jetzt hier, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, Abfahrt. Los! Jetzt geht's richtig los und die geplante Route verläuft jetzt über Bad Tölz zum Silvensteinspeicher, dann über die österreichische Grenze hinunter ins Inntal. Da kommt einer der Endgegner, der Brennerpass, wo wir dann auch die italienische Grenze überqueren, hinunter nach Bozen, durch das lange, zähe Etschtal mit ordentlich Gegenwind, so wurde uns verraten, und dann letzten Endes der letzte Stich bis hoch nach Torbole am Gardasee. Ich bin verdammt gespannt. Wir sind übrigens gestartet um 16.30 Uhr in München und fahren jetzt natürlich in die Nacht hinein. Etwas, was wir vorher so auch noch nicht gemacht haben. Jetzt sind so langsam die Alpen in Sicht. Für ein grandioser Start. Ey. Ich hoffe, es bleibt so. Ich hoffe, das Wetter bleibt so. Die Daumen sind gedrückt. Ja, stark. Also hier direkt an der schönen Kapelle, während da vorne noch Gülle gefahren wird. Wilder Mix. Wir haben jetzt 35 Kilometer und grob ist das jetzt auch die Planung, dass wir so 35, 40 Kilometer, wir haben ja im Vergleich zum Deutschlandcross ein bisschen dünnere Reifen, das heißt wir rollen schneller, immer eine Pause einbauen. Und jetzt gibt es die erste Pause, Rawbite, bisschen Gel. Da kommen wir auf Power, wisst ihr? Jetzt geht's auch zum Silvenstein-Stausee. Der Zug rollt wieder und er rollt gut, muss ich sagen. Jetzt so langsam kommt das Fieber. Ja, manchmal die Frage, warum wir uns diese krassen Touren antun und diese Erlebnisse, diesen Abenteuer. Aber schaut euch das hier mal an. Wenn das nicht schon ein Argument ist und dagegen dann noch das Pushen der eigenen Grenzen, Basti. Ist immer geil. Bringt einem auf vielen Ebenen was. Körperlich geht es immer weiter. Wenn man immer wieder so seine Grenzen pusht, ist auch total geil. Also ja. Der Horizont von einem wird immer größer. Das macht richtig Bock. Von Untergries über Obergries bis hin nach Lenggries schlängeln wir uns jetzt hier durch das Tal. Landschaftlich gewaltig. Am Ende thront dann der Silvenstein-Stausee. Und bis dahin haben wir noch ein paar Höhenmeter. Freue ich mich aber drauf. Jetzt verabschiedet sich die Sonne langsam. Es wird ein bisschen frischer. Nachts sind so 8 bis 10 Grad gemeldet und da sollte hoffentlich die Gore-Tex-Jacke ausreichen. Aber Basti hat auch noch ein längeres Shirt dabei. Und mal schauen. Es wird dunkel und die Höhenmeter kommen. Silvensteinspeicher, there we go. Ja, was soll man hierzu noch sagen? Also das ist ein Parademoment. Da oben steht der Mond, spiegelt sich im Wasser. Alles ganz klar. Silvensteinspeicher, eine der ersten kleinen Hürden.
Gleich geht's zum Achensee und dann runter ins Inntal. Ja, Leute, es rauscht. Es ist dunkel geworden und zwar richtig. Ja. Während des Stopps hier oben am Silvenstein. Die Bikes sind beleuchtet. Und mit dem Setup machen wir uns jetzt durch die Nacht. Ja. Herr Brutzer. Der ein oder andere fragt sich wahrscheinlich, was wir auch an Equipment jetzt dabei haben. Wir haben letzte Woche ein Video dazu gedreht, das ist jetzt hier oben rechts verlinkt. Was aber mit neu ist, ist, dass der Basti hier vorne ein dickes Fernlicht am Start hat. Richtig geil, ey. Vielen Dank, Arnulf, an meinen Nachbarn. Ohne dieses Licht, das wäre übel geworden. Ja, das Licht ist schon deutlich, deutlich stärker als die kleinen Lämpchen, die wir eigentlich gedacht haben mitzunehmen. Und jetzt freuen wir uns, dass wir hier hell beleuchtet, ja, so beleuchtet sind wir sonst nicht, durch die Nacht fahren. Jawohl, ja! Die erste Landesgrenze, Basti. Österreich. Auch wenn wir uns nicht, wenn ihr uns nicht seht, wir sind in Österreich. Ja, und damit haben wir einen der höheren Punkte unserer Tour erreicht. Wir sind jetzt knapp vor 100 Kilometern und jetzt geht's runter Richtung Jenbach ins Inntal. Leute, es löpet, löpet. Angekommen in Jenbach und da ging es gerade richtig runter. Richtig laufen lassen. Was glaubt ihr, war spitze? Ich dachte, das war schon schnell. Das war richtig schnell. Und an der Stelle muss man sagen, ist eine Lupine, diese Lampe, unverzichtbar. Ja. Hätte ich nicht gedacht, aber sonst kannst du nicht schnell fahren. Nee, du siehst nicht weit genug. Siehst nicht weit genug. Gefährlich. Ohne. Richtig krass. Jetzt heißt es wieder aufsatteln, Basti. Jetzt verlassen wir das Inntal und es geht auf die Höhenmeter. Jetzt kommt ja, der Start zum Endgegner. Es wird jetzt, gerade wird es wirklich zäh. Müdigkeit setzt ein. 20 vor 12, 140 Kilometer nach 7 Stunden Fahrt. Hier fallen die Höhenmeter schwer. Go, Basti! Go, Basti. Mitternacht, wir haben 138 Kilometer. Ja, also die Wehwehchen werden Wehwehchen, na. Ja, es wird wirklich Nacken vor allen Dingen. Kalt geht noch, ne? Kälte haben wir echt mega Glück, muss man echt sagen. Also wenn man steht, ein bisschen halt zumachen. Aber wenn wir fahren, ist es eigentlich gar kein Problem, selbst mit kurzer Hose. Jetzt wieder ab auf den Sattel. Und dann wollen wir mal schauen, wie es so wird bis 2, 3 Uhr nachts. Schon echt mal eine ganz andere Herausforderung. Das ist eigentlich Schlafenszeit, ne? Haya Bubu. Haya Bubu. Diesel, Diesel Tech, super, super plus. Alles, oder? Nach müde kommt dumm. 1.42 Uhr, 160 Kilometer, 9 Stunden am Sattel und die perfekten Sitzplätze mitten in der Nacht. Jetzt wird wieder gefuttert. Ein kleiner Tankstellenromantik hier. Hier läuft jetzt alles zusammen. Krasse Güterwaggons, LKWs, Autobahn, Fahrradstraße. Der höchste Punkt der Tour und ein ganz großer Schlag der Höhenmeter und ja, knapp die Hälfte der Kilometer haben wir auch, aber auch schon ein bisschen mehr als die gewünschte Zeit. Hinter dir, Basti, siehst du gerade übrigens das wichtige Schild, die zweite Staatsgrenze. Welcome to Bella Italia! Und jetzt rollen wir mal genüsslich runter nach Sterz. Kilometer, Hälfte der Tour, Top-Radweg vom Brenner aus jetzt. Ihr seht schon, wirklich eigens gebauter Tunnel. Angekommen in Sterzing. 4.24 Uhr, wir brechen wieder auf. Was sie zittert, ey, es ist...
Es ist wirklich richtig, richtig kalt. Die nächste Etappe wollen wir jetzt nochmal Gas geben, wahrscheinlich nochmal 3 Stunden bis dann 7:30. Dann gibt's Kaffee in Bozen. Das ist jetzt das nächste. Das ist der Retter. Und dann hoffentlich auch mit Sonne, weil dann geht das mit der Kälte auch wieder. Also wieder reintrampeln. Jetzt. Boah, das ist echt eine krasse Herausforderung durch die Nacht. Komplett dunkel und komplett fertig. Und 40 Kilometer auf der Uhr und langsam aber sicher kehrt der Tag zurück. Schaut euch das hier an. Blue Hour. Da oben verläuft nach wie vor die Brenner-Autobahn. Wir sind auf dem Weg nach Bozen. Da freue ich mich extrem auf einen Kaffee, auf einen italienischen Kaffee. Platter Reifen hier auf dem Eisacktalradweg. Muss erstmal noch geflickt werden. Schaut erstmal repariert aus. Ich hoffe, dass das Ding jetzt hebt bis zum Gardasee. Kollege, was sagst du? Oh, ich bin fertig, ey. Auch wenn das jetzt ein Downer war, geht's weiter Richtung Bozen. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden bis zur Stadt und dann gibt's erstmal Käffchen, wohlverdient. Um 65 Kilometer auf der Uhr. Damit verbleiben weniger als 100 Kilometer, Basti. Haha! Ja. Das ist ja schon mal in sich ein geiler Rekord. Und ein, irgendwie auch Genugtuung nach der langen Fahrt durch die Nacht, jetzt am Morgen zu wissen, dass es nur noch eine kleine Tour ist, von jetzt noch 95 Kilometern. Aber wir sind jetzt auch in Bozen angekommen. Bozen kann was am Morgen. So nämlich. Wohlverdient nach der Tour. Das heißt nach der Tour, mitten drauf. Wir verlassen Bozen. Auf geht's Richtung Trento grob. Herr Brutzer, Statusbericht. 8 Uhr morgens. Was haben wir? Ja. Ne, 9 Uhr schon. 9 Uhr. Fast Zeit für Mittagessen. Also Expresso hat angeschoben. All over, muss ich sagen. Ich bin schon echt fertig. Müdigkeit kommt jetzt doch langsam durch. Es wird gerade härter, als ich gedacht habe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Trento, das war mal ein Auftritt, würde ich sagen. Die Radwege waren absolut beschissen. Durch die Stadt sind wir irgendwie durch und jetzt sind wir aber bei einer kleinen, feinen Bar angekommen. Jetzt gibt es erstmal Käffchen. Und was sagt der müde Jung? Sehr müde. Sehr müde. Geht's doch noch irgendwie, oder? Muss ja, oder? Der Konvoi rollt wieder. Noch ein letztes Mal gestärkt. Das war die letzte richtige Pause, bevor es jetzt rauf in Richtung Gardasee geht. Etschtal-Radweg. Go, go, go. Und das ist jetzt hier der absolute Endgegner, ohne Witz. Ich will nicht zu viel heulen am Ende des Videos, aber hier wird es nochmal richtig steil jetzt. 60 Grad im Schatten, steiles Stück. Zieh, Junge. Faschi! Faschi! Boah. High five, Junge. Er hustet. Die Lunge fällt ihm aus dem Körper raus. Alles gegeben. Boah, da war wirklich jetzt alles dabei. Alles. Und jetzt schaut euch das hier mal an, bitte. Noch steht da ein Strommast, aber wir werden uns jetzt herantasten. Torbole Windsurfer
Gardasee. Wir kommen. Fertig. Es ist geschafft. Basti, wie beim Alpencross damals, angekommen in Torbole am Gardasee. Ey Leute, das war ein Höllenritt heute. Ja, total, da war alles dabei. Alles Höhen, dabei. Tiefen, platter Schlauch, gute Laune, schlechte Laune, Verzweiflung, Glück, alles. Wir haben gerade eben die Uhren gestoppt und kommen jetzt auf 375 Kilometer in 21 Stunden und 45 Minuten. Wir haben es geschafft, unter 24 Stunden von München zum Gardasee zu kommen. Das ist schon krass. Und ja, wie du sagst, Höhen und Tiefen. Ja, und das große Fazit zu diesem Video, das möchten wir in dem Q&A-Video beantworten. Das wird dann hier eingeblendet, wenn es kommt, nächste Woche vermutlich. Und eure Fragen, die in den Kommentaren sind, also schreibt sie gerne in die Kommentare, würden wir da auch beantworten. So machen wir das. Video ist hier eingeblendet. Ansonsten denkt an die Spendenaktion direkt unter dem Video. Freuen wir uns mega drüber, wenn ihr da unterstützt. Grüße vom Gardasee. Wir sind platter, als wir gerade tun. Deswegen Füße hoch und ciao. Ciao. Macht's gut, Leute.